Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Pascalationskanal. Ihr wisst Bescheid. Und zwar reagieren wir zu einer neuen Single von Jean und Soleil. Kids heißt das Ding. Ja, ich weiß, es ist keine neue Single. Die war auf dem gleichnamigen Album Kids, was jetzt auch schon ziemlich lange draußen ist. Damals, als Sonny Black 2 rauskam, Mitte Dezember, Ende Dezember, kurz vor Weihnachten, auf jeden Fall kam das Album raus. Sehr starkes Album. Habe ich auch mehr gehört als das Bushido-Album. Ja, feier die beiden extrem. Und ich freue mich darauf auf das Release. Und zusätzlich kommt das ganze Album heute auch noch auf Spotify, Alter. Feier ich, Alter. Ja, aber wir hören erstmal in den Song rein und gehen gleich darauf nochmal ein. Ich würde sagen, wir starten rein. Die Hook ist einfach legendär und hier einfach Son Goku, Alter, neben der Kids-CD. Digga, ist geil, Alter, feier ich. Auch wenn das jetzt nichts zu dem Song zu sagen hat, aber schon dieses Anfangsbild, meine ich, spielt mir so in die Karten, Alter. Deutschland guckt uns zu und jetzt ist die Jugend wieder krass. Ja, feier ich doch, Alter. Ja, du Gang, FFM, wer bestresst? Keiner von euch bangt wie S, so ein SO. Es ist Benz, AMG, CLS. Keiner bangt so wie SO-Doppel-N. Sonny Black ist hier auf jeden Fall am Start, Alter. Ja. Haben auch sehr starke Parts so, vom Flow her. Ich kenne den Song, ich habe das Album schon tot gehört. Ja, du Gang, FFM, wer bestresst? Keiner von euch bangt wie S, so ein SO. Es ist Benz, AMG, CLS, Ching ist back mit den G-Star Jeans voller Black Soul. Es ist Halftime, wenn ich wieder hart rhyme. Wir sind back, man, das darf doch nicht wahr sein. Guck, ich ziel jetzt und schieß auf dein Tanzbein. Wegen uns von alle Kids, bleib krass sein, steig in. Ja, Digga, ist absolut nice. Rap, wie er angefangen hat. Rap, wie er für mich angefangen hat. Rap, wie er für mich klingen muss, Digga. Ich feier die beiden tot, ne? So, ihr könnt sagen, was ihr wollt, so. Ihr auch Leute, die vielleicht sagen, wie kannst du Leute feiern, die mit Bushido sind und so. Digga, wenn ich Leute feiere, feiere ich Leute, Alter. Und wenn ich Leute scheiße finde, finde ich Leute scheiße. Digga, aber die beiden, Digga, ich feiere den Rap, den die machen so sehr. Mein Kamerablitz, deine Schlampe wird geballert auf dem Beifahrersitz. Zick Designer Trips unterm Nike Hoodie, komm nach Frankfurt, ich klatsch dich, du Reisetouri. Bin im Club auf Vader für den roten Flag. Komm nach Frankfurt, ich klatsch dich, du Reisetouri. Ja, Jean ist halt einfach krass, Digga. Er hat auch so eine krasse Rap-Stimme, ne, Digga. Ich bin echt gespannt, was von den beiden in Zukunft auch kommt. Ob die endlich ihr eigenes Release dieses Jahr kriegen, so mit Box und allen rum. Aber erstmal haben sie jetzt immerhin auf Spotify ein komplettes Album. Digga, ist doch nice. Zick Designer Trips unterm Nike Hoodie, komm nach Frankfurt, ich klatsch dich, du Reisetouri. Bin im Club auf Vader für den roten Flavor. Stunde später fick ich 100 Gegner, bring den Gangster-Sound für die Schulschläger und dein Mädel bounce wie bei Tomb Raider, yeah. Gucke. Dein Mädel bounce wie bei Tomb Raider. Ja, ist ein starker Part. Auch der Song ist auch sehr auf den Flow ausgelegt, aber sehr starkes Ding. Ist nicht mein Lieblingssong, muss ich sagen, aber auch einer der stärksten Songs der Platte. Songs wie Gut und Böse ist mein absoluter Favorite. Und Oh Nein finde ich auch überkrass, diese Anlehnung an den Track von Bushido und Zart. Oh Nein, Digga, den hätte ich mir auch so sehr als Video gewünscht. Digga, Digga. Ich bin zugekokst, du bist ein Hurensohn. Flizzys Mutter wurde so oft benutzt wie Google-Suchfunktion. Flizzys Mutter wurde so oft benutzt wie Google-Suchfunktion. Digga, was eine kranke Disszeile das ist, ne? Du krasser Straßen-G, mach mir nicht auf maskulin, wenn ganz Berlin auf deiner Mama jumpt, als wär sie ein Trampolin. Chef Messer klingt vom Schmetterling. Komm, lass sehen, wer hier wem sein Ende bringt. Du Peach hin, wie ein Gangster klingt. Ich komm und fick deine Lehrerin. Ich komm und fick dich im Minutentakt. Wegen uns brennen Kids ihre Schule ab. Für die Hurensöhne heißt es gute Nacht. Der legendäre Bushido ist hier auch im Musikvideo. Ich glaube, in den letzten Videos war er nicht, ne? Also er war in dem, wo die bekannt wurde, dass die gesigned wurden in dem Video, weiß ich. Aber ich weiß gar nicht, ob der sonst noch im Video war. Bei Gut und Böse war Saar zum Beispiel, glaube ich. Er hat natürlich auch viel um die Ohren mit dem Prozess und so weiter und was nicht alles am Laufen ist. Digga. Ja. Ich bin auch gespannt, wann endlich der erste Track von Jean Soleil und Bushido kommt. Aber ich denke, da sparen die sich auch für das erste richtige Release.
komm und spiel die Hymne für den Jugendknast, yeah. Und wir scheißen auf die Eltern, denn sie schieben wieder Hass. Guck, denn es sind eure Kinder, die so sein wollen wie die Tanz. Auch überkrass, ne? Die so als Kids, weil das Album Kids, die dann so hier reinlaufen und dann bei der Hook so. Ja, ist geil gemacht einfach. BMWs und Silberketten, Lederjacken machen Angst. Deutschland, guck uns zu, jetzt wird die Jugend wieder krass. Und wir scheißen auf die Eltern, denn sie schieben wieder Hass. Guck, denn es sind eure Kinder, die so sein. Ja, überkranke Hook, ne? Die Hook ist so nice. Der Jean-Part ist überkrass. Jetzt hören wir nochmal bei Solera rein gleich. BMWs und Silberketten, Lederjacken machen Angst. Deutschland, guck uns zu, jetzt wird die Jugend wieder krass. Aber an alle, die das Album gehört haben, schreibt mir mal eure Lieblingstracks in die Kommentare und Tracks, die ihr vielleicht nicht so gut findet, wie auch immer. Und ja, ihr wisst schon Bescheid. Alle Kids im Ghetto wollen sein wie die Sun. Scheiße, verdammt, steig in den Daimler und dann rein in die Bank. Nein, Mann, ich zeig keine Angst, zeige meine Gun. Schrei diese Scheißnote an, gib die Scheine her. Lade ich auf 100 Gramm, weiße Steine im Schrank. Deine Chai bleibt bei mir. Solene nimmt einfach den Beat so komplett auseinander. So, er kennt gar keine Gnade für den Beat. So, Digga, er float da so durch in seiner typischen Art. Scheiße, verdammt, steig in den Daimler und dann rein in die Bank. Nein, Mann, ich zeig keine Angst, zeige meine Gun. Schrei diese Scheißnote an, gib die Scheine her. Lade ich auf 100 Gramm, weiße Steine im Schrank. Deine Champ bleibt bei mir, Mann, und ich steig auf mein Schwarz. Reitet mein Schwarz, Kleine ist einfach nur Skunk. Du willst fighten, du Bastard, dann zeig, was du kannst. Von der Skyline zu Bordschwein, wir reißen dein Dorf ein. Ja, nice, Alter. Ist einfach sehr auf dem Flow ausgelegt. Sind jetzt nicht die krankesten Lines, aber der Flow, der Bock. Du hast die Kopfhörer auf und denkst dir, ja, Mann, Digga, hoffentlich geht's noch zwei Minuten so weiter der Part, so, wisst ihr, was ich meine? Ist nice, auch das ganze Album ist sehr facettenreich, muss ich sagen. Box, ich am Block, du gehst offline. Booyaka, Booyaka, dicker Sticks, vor nein, es ist Lockdown. Wenn ich deine Bitch auf fight, das ist fake, deine Mutter style, tut dir leid. Du bist Kanacke, wenn dein Baba mit dem Gürtel erscheint, du hast den Huren so weit. Du bist Kanacke, wenn dein Baba mit dem Gürtel erscheint, auch eine starke Zeile auf jeden Fall. Ja, Booyaka, Booyaka, 649, noch diese Rey Mysterio Line hier. Dicker Sticks vor nein, es ist Lockdown. Wenn ich deine Bitch auf fight, das ist fake, deine Mutter style, tut dir leid. Du bist Kanacke, wenn dein Baba mit dem Gürtel erscheint, du hast den Huren so weit. Ich hab den Tisch hier wiped, lese, wer jetzt in der Klappe selber mich früher gezeigt. Digga, du hast den Hurensohn-Vibe, ich hab den Türsteher-Vibe. Soll ich so auf Pause drücke? Sind einige geile Zeilen jetzt dabei. Du bist ein Hurensohn, Jean hat es schon erwähnt, doch nicht, dass es dir scheißegal ist, wenn es um ihn geht. Deshalb hol ich jetzt Lennox raus, jetzt wird er aufgetaut. Den ersten echten Freund in deinem Leben hast du auch gekauft, immer wieder. Digga, was für eine Line, ne? Digga. Hören wir uns nochmal an, Alter. Digga, ist zu heftig. Lennox ist sein Hund, an alle, die das nicht wissen, der Hund vom Flair. Unerwähnt doch nicht, dass es dir scheißegal ist, wenn es um ihn geht. Deshalb hol ich jetzt Lennox raus, jetzt wird er aufgetaut. Den ersten echten Freund in deinem Leben hast du auch gekauft. Immer wieder Bella wegen Koks, aber Koks in den Schocks. Deine Alte will ziehen, Bruder, alle meine Fehls sind Designer, weil ich dicke mit dem Bäder sitze. Kiddies jetzt auf Amphetamin, ficke alle meine Feinde, wenn ich muss. So ein Schuss, ey, Bro, was Digga, ist absolut nice, ne? Ich fand den Jean-Part allerdings, wenn ich mich entscheiden müsste, welcher Part geiler ist, würde ich schon sagen, vielleicht so von den Lyrics so ein bisschen Jean, aber flowmäßig macht Soleil natürlich auch einiges weg mit seiner Art, ne, muss man schon sagen. Ist trotzdem ein sehr, sehr starker Part von Soleil. Beide sehr stark, übertrieben krasser Track. Ich feier das Ding. Und wir scheißen auf die Eltern, denn sie schieben wieder Hass. Guck, denn es sind eure Kinder, die so sein wollen wie die Tanz. BMWs und Silberketten, Lederjacken machen Angst. Ja, Hook ist legendär, Digga, brauch ich euch nichts sagen. Legendär, Alter. Übertriebenes Brett. Deutschland, guck uns zu, jetzt wird die Jugend wieder krass. Und wir scheißen auf die Eltern, denn sie schieben wieder Hass. Guck, denn es sind eure Kinder, die so sein wollen wie die Tanz. BMWs. Ja, was soll ich euch noch sagen, Alter? Ist ein nicer Song, Alter. Ich feiere die beiden tot, hab ich jetzt auch bei meinen anderen Reactions auch schon gesagt. Ja. Digga, Kids ist ein sehr nices Ding. Ich denke mal, das wird das letzte Video sein, was wir zu dem Album gesehen haben. Ja. Dann hoffe ich mal, dass es auch weitergeht mit den Jungs dieses Jahr. Und ja. Schreibt mir eure Meinung natürlich gerne in die Kommentare. Was haltet ihr von dem Kids-Album? Ich finde es sehr, sehr krass. Wirklich sehr krass. Und ja. Schön, dass es draußen ist. Das Einzige, was jetzt viele Bushido-Fans natürlich ein bisschen kacke finden, könnte ich mir vorstellen. Für Jean und Soleil feiere ich es so persönlich, weil ich ihnen auch den Hype und so gönne. So, und dass sie endlich
mehr Hörer kriegen. Aber halt, es war, ich finde es immer sehr kritisch, so Sachen in die Box zu tun, die später auch so gekommen sind. Wisst ihr, was ich meine? Aber sonst ist natürlich ein nices Ding, Alter. Freut mich für die beiden auf jeden Fall. Aber ja, schreibt mir eure Meinung zu der ganzen Sache natürlich gerne in die Kommentare. Und wenn ihr Rap so feiert wie ich, abonniert doch meinen Kanal. Ich bin raus, meine Freunde.